Lebensversicherungen sind in Zeiten von Minuszinsen und hoher Inflation mit das Schlechteste, was du mit deinem Geld und deinem Vermögen machen kannst. Deswegen ist es an der allerhöchsten Zeit, schnell aus der Lebensversicherung rauszugehen und dein Geld in Assetklassen zu investieren, wo du dein Vermögen schützen kannst. Deswegen habe ich heute einen Experten in dem Gebiet eingeladen für ein Interview, und zwar Felix Früchtel, Geschäftsführer von der ProLife GmbH. Und diese Firma hilft ihren Kunden, aus Lebensversicherungen rauszugehen, zu kommen und das Maximum dabei rauszuholen. Und in dem Interview hat mir Felix einige sehr interessante Sachen verraten, aber hört selbst rein. Viel Spaß mit diesem Interview. Lieber Felix, wir haben jetzt ja seit mehreren Jahren schon null Zinsen und jetzt kommt sogar noch 7% Inflation dazu. Was heißt denn das für Lebensversicherungen und wie muss man da eventuell auch unterscheiden? Ja, dieses Thema Inflation, das wir jetzt gerade haben, das du angesprochen hast, erhöht natürlich den Druck auf Lebensversicherungen nochmal zusätzlich. Also die Versicherungsgesellschaften und die Policen an sich hatten ja in der Vergangenheit schon wirklich stark zu kämpfen. Und diese 7% Inflation offiziell, ich glaube inoffiziell sind wir uns alle einig, dass die Inflation deutlich höher ist, die führt natürlich dazu, dass Versicherungspolicen und solche Verträge nochmal zusätzlich immer uninteressanter werden. Grundsätzlich gibt es ja da zwei Punkte, die ich als problematisch sehe und die man dann auch unterscheiden muss. Das ist einmal das Thema der Probleme der Versicherungsgesellschaften an sich. Das heißt, sinkende Verzinsungen, sinkende Überschüsse oder Bewertungsreserven, die ja seit Jahren schon immer wieder wegfallen. Der Versicherungsmantel an sich, der auch ganz, ganz vielen gesetzlichen Regulatorien ausgesetzt ist. Also ich möchte an der Stelle vielleicht dann auch nochmal den Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz ins Gedächtnis rufen. All diejenigen, die den nicht kennen, kann ich nur empfehlen, einmal durchzulesen. Jeder, der eine Lebens- oder eine Rentenversicherung hat, sollte den Paragraphen kennen, weil mit dem Paragraph kann der Staat und die Versicherungsgesellschaft im Endeffekt mit deinem Geld machen, was sie will. Und so kamen diese ganzen Problematiken und diese Regulatorien nach und nach dazu, was schon dazu geführt hat, dass die Versicherungspolicen an sich nicht mehr sicher waren, wie das Wort vermeintlich ausdrückt, aber der Geldwert an sich dahinter ja noch irgendwo vorhanden war. Jetzt haben wir das zweite Thema, Inflation. Das heißt, davon ist ja jedes Papierversprechen und jeder Geldwert an sich betroffen. Das Geld wird nach und nach weniger. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn ich irgendwann in Zukunft mal 10.000, 20.000 Euro aus einer Versicherungspolice bekomme, was sind in 10, 20 Jahren 10.000 Euro vielleicht noch wert? Vielleicht können wir davon noch eine Miete zahlen oder zwei. Wir wissen es alle nicht, aber natürlich ein brutaler Einfluss auf die Werte der Versicherungen, auf die Kaufkraft der Sparerinnen und der Sparer. Also ich habe schon sowas vermutet, dass gerade Lebensversicherungen jetzt auch in Zeiten von der Inflation extrem unter die Räder kommen. Was sollte man deiner Meinung nach mit einer vorhandenen Lebensversicherung jetzt machen? Im ersten Moment ist mal ganz wichtig, auf jeden Fall nicht in Panik geraten, sondern im ersten Moment mal wirklich die Unterlagen sichten. Und da trennt sich dann auch schon die Spreu vom Weizen. Denn die meisten Sparerinnen und Sparer in Deutschland, die laufen leider immer noch mit Scheuklappen durch die Gegend. Die denken halt immer noch, ja, die Versicherung wird das schon für mich regeln und im Zweifel springt der Staat da irgendwie ein. Dem ist halt leider einfach nicht so. Das heißt, das Wichtige ist im ersten Moment mal schauen, was habe ich denn überhaupt? Mal den Ordner aufschlagen, sich mal ein bisschen Zeit nehmen und gucken, hat sich denn der Wert in den letzten Jahren wirklich zum Positiven verändert, weil in der Regel ist das eben nicht so. Die Werte werden über die letzten Jahre immer weiter gefallen sein. Und dann muss man in einem zweiten Schritt dann evaluieren, zu sagen, okay, möchte ich vielleicht jetzt ein Schrecken mit Ende als ein Schrecken ohne Ende und mache jetzt mal Tabula rasa, löse diese Papierversprechen auf, um dann in Sachwerte oder dergleichen sicher für die Zukunft vorsorgen zu können. Das ist dann der zweite Step, der sich daran anschließt. Und der dritte Step ist dann entsprechend zu schauen, das Geld irgendwie in einen sicheren Hafen zu bringen. Wenn man jetzt das Geld aus der Lebensversicherung abziehen will, also auch die Lebensversicherung kündigen möchte, das könnte man jetzt ja alleine machen oder man kann sich dabei auch von euch helfen lassen. Was wäre da jetzt der große Unterschied? Also man hat die Möglichkeit, entweder direkt beim Versicherer anzuklopfen und zu sagen, hey, ich würde gerne den Vertrag auflösen. Oder man kann uns engagieren als professionelles Ankaufsunternehmen, dass wir das jetzt ja schon seit 15 Jahren betreiben mit über 53.000 zufriedenen Kunden.
Der Unterschied ist der, dass wir im Endeffekt dem Kunden das komplette Prozedere abnehmen. Das heißt, wir übernehmen die Versicherungspolicen, wir machen die Kommunikation mit den Versicherungsgesellschaften, mit dem Finanzamt, wir kümmern uns das ganze steuerliche Thema. Gibt es auch viele steuerliche Vorteile, die der Kunde da genießen kann. Und das ist auch ganz wichtig, wir schauen den Versicherungsgesellschaften dann im Nachgang auch nochmal auf die Finger. Denn wie sich vielleicht der eine oder andere denken kann, haben die Versicherungskonzerne in der Vergangenheit häufig zu ihrem eigenen Vorteil gerechnet und nicht unbedingt zum Vorteil des Versicherungsnehmers. Was dazu geführt hat, dass viele Leute noch einen hohen Anspruch eigentlich gegenüber der Versicherungsgesellschaft haben, das aber selber gar nicht wissen und im Zweifel als einzelne Person auch gar nicht durchsetzen können. Und da würden wir dann entsprechend auch wieder ins Spiel kommen, um eben solche zusätzlichen Ansprüche durchzusetzen. Also ihr macht quasi erstmal viel Aufklärungsarbeit, zeigt, was überhaupt möglich ist und nehmt dann diesen ganzen Prozess ab. Und wenn man das in Anspruch nimmt, wie lange dauert das Ganze dann, bis das wirklich durch ist und was würde das auch kosten? Eine sehr gute Frage. Also im ersten Moment ist es mal so, dass es völlig kostenlos ist. Man kann einfach mal eine Anfrage bei uns stellen und das empfehle ich tatsächlich jedem, weil, wie gesagt, da hat man maximal seine Zeit investiert, mehr aber auch nicht. Das heißt, man kann eine Anfrage bei uns stellen zu seiner Versicherungspolice. Wir schauen uns das Ganze mal an, was man da so in der Schublade gefunden hat. Innerhalb von 48 Stunden schaffen wir es in der Regel, dass wir ein Feedback dazu geben. Dann muss man das im Zweifel immer individuell durchsprechen, weil eine Versicherungspolice ist leider kein, ist ein sehr individuelles Produkt und das muss dann entsprechend immer einzeln durchgekaut werden. So, und dann gibt es gewisse Parameter. Dann sagen wir, wir können uns um die Police kümmern oder wir können uns nicht drum kümmern. Wenn wir uns drum kümmern können, dann ist es so, dass unsere Kunden innerhalb von 18 Kalendertagen ihr Geld bekommen aus der Versicherung. Damit ist man dann schon mal im sicheren Hafen und im besten Fall hat man damit auch schon einen Plan, wie man mit dem Geld umgeht. Wir machen im Nachgang dann die gesamte Bearbeitung. Wir lösen die Verträge auch auf. Auch das ist wichtig. Also sonst fragt sich vielleicht der eine oder andere, jetzt schimpft er über die Lebensversicherung und auf der einen Seite kauft er sie auf. Nee, wir lösen die auch wieder auf und holen eben das Maximale aus diesen Policen raus. In der rechtlichen Nachbearbeitung, wenn man dann nochmal die Policen entsprechend auf den Prüfstand stellt, da spricht man wirklich über Zeiträume zwischen, ja, ich sag mal, 1 bis 4 Jahren, bis dann tatsächlich nochmal gegen die Versicherungsgesellschaften vorgegangen ist und man wirklich das rausholt, was einem wirklich zusteht. Ja. Kosten ist auch, also klar kostet das was, ist keine Frage. Wir werden da gleich dann nochmal drauf eingehen, wie das genau ausschaut. Wir haben da ja, also wir können da über eure Community auch Sonderkonditionen zur Verfügung stellen. Also da haben wir uns ja was überlegt. Da habe ich einen Code mitgebracht, mit dem man dann entsprechend auch Sonderkonditionen bei uns in Anspruch nehmen kann. Und wenn man dann das Geld aus der Lebensversicherung rausbekommen hat und das ja auch schon ziemlich schnell, was machst du dann mit dem Geld? Ne? Wo investierst du es denn? Weil auf dem Konto rumliegen hat man ja das gleiche Problem mit der Inflation. Was sind dann deine gängigen Empfehlungen? Was ratet euren Kunden? Wohin mit dem Geld dann? Also was keinen Sinn macht, ist, wie du es richtig gesagt hast, das auf dem Bankkonto liegen zu lassen, weil dann ist der Banker nämlich ganz heiß drauf und das Geld irgendwie wieder in ein neues Papierversprechen zu stecken und dann kommt man vom Regen in die Traufe. Ich persönlich, wie gesagt, das kann ich jetzt nur aus persönlicher Sicht sagen, weil wir selber als ProLife, wir machen keinerlei Beratung und wir haben auch keine Produkte, die wir empfehlen, aber wir kriegen natürlich mit, was unsere Kunden machen und ein ganz großer Großteil geht natürlich in Sachwerte, weil hier einfach das Vermögen sicher ist, weil ich hier einfach nicht diesem Inflationsthema und diesem Vermögensabbau ausgesetzt bin. Also ganz, ganz viele Leute investieren in Immobilien, in Edelmetalle, in Oldtimer, Uhren, alles Mögliche, sage ich jetzt mal, irgendwas Haptisches natürlich, um ja einfach was in der Hand zu haben. Ansonsten hat man nur ein Papierversprechen und ein Blatt Papier in der Hand. Und das kann morgen, und das haben wir in den letzten Jahren ja gelernt, was so ein Versprechen wert ist, das kann morgen dann auch nichts mehr wert sein. Ja, also ist auch deine Empfehlung, raus aus der Lebensversicherung, das Geld nehmen, in Sachwerte investieren, aber dafür als allererstes mal eine Analyse machen, was hat man da in der Lebensversicherung und das bietet dir ja auch an und deswegen die Frage,
wenn man mal dieses Erstgespräch mit euch machen will, ja, um einfach zu checken, was man da hat in der Schublade, wie du schön gesagt hast, wie kann man da am besten mit euch Kontakt aufnehmen? Also wir sind eigentlich überall zu finden. Am besten ist das natürlich über unsere Homepage www.prolife-gmbh.de. Da kann man sich auch nochmal über viele Themen schlau machen. Wir haben ganz, ganz viele Videos und Blogbeiträge, Podcasts, wo man sich dann einfach nochmal über die Themen schlau machen kann. Und dann kann man da auch ganz unverbindlich und schnell mal eine Anfrage stellen. Dann können wir uns entsprechend mal die Eckdaten anschauen. Und an der Stelle dann, wie gesagt, ganz wichtig, wir haben einen Code, den wir zur Verfügung stellen können für deine Community, Alexander. Der Code lautet Vermieter 2022 und dann einfach diesen Code mit angeben, können wir noch drunter verlinken. Dann priorisieren wir die Anfragen natürlich und wir können dann auch noch spezielle Konditionen zur Verfügung geben. Aber ganz wichtig, im ersten Moment, wenn man anfragt, ist das vollkommen unverbindlich. Und wir müssen ja dann selber erstmal schauen, ob wir euch dann weiterhelfen können oder nicht. Super. Felix, dann schon mal vielen Dank für die ersten Informationen, die du mir heute gegeben hast. Ich werde die Links zu euch und auch den Gutscheincode unter dem Video verlinken. Und dann hoffe ich mal, dass viele Leute dem Aufruf nachkommen und den Lebensversicherungen, die jetzt ja quasi mit jedem Tag schlechter werden, wirklich auflösen und ihr Geld dann in Sicherheit bringen, sei es jetzt in Immobilien, sei es in Aktien, Oldtimer, wie auch immer. Also, vielen Dank. Dir auch und einen schönen Tag noch. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.